Ja, der Postbote war wieder da und hat mir Neues zum Spielen mitgebracht. Und zwar ist es ein Netgear-Router, beziehungsweise WLAN-Router, und zwar vom Modell WNR3500 V2. Den habe ich mir rausgesucht, da mein jetziger Philips-Router ja langsam an seine Leistungsgrenze kommt. Das ist noch ein Router nach 802.11g, das heißt maximal 54 Megabit. Dieser hier, der kann bis zu 300 Megabit und vor allen Dingen, er hat Gigabit-Ports, das heißt, die 300 Megabit kann man auch überhaupt mal zuliefern. Ja, ich habe diesen hier gebraucht, auf eBay geschossen, war sehr glücklich, haben angeschlossen, also ausgepackt, angeschlossen und geguckt und ah, crap. Ja, dieser Router hier ist offenbar von einem niederländischen Internetanbieter und nun ja. Der hat sich dazu entschlossen, die Firmware ein bisschen dicht zu machen. Es gibt keine Möglichkeit, selber ein Firmware-Update oder irgendwas zum einzuspielen. Und naja, es gibt da doch Berichte, dass die Original-Firmware des Herstellers ziemliche Probleme mit dem WLAN hat, Verbindungsabbrüche, langsames Surfen und naja, es fehlen ein paar Sicherheitsupdates und so ist wohl kaum verwunderlich, dass einige von den Kisten offenbar in Botnetzen wunderbar aktiv sind. Ja, gut, um ehrlich zu sein, original hätte ich die Kiste ohnehin nicht gelassen. Ich hätte es nämlich mindestens mal aufgemacht, um zu schauen, ob das 12-Volt-Netzteil auch ein bisschen Plus-Minus verträgt, sodass ich es an mein Solarsystem bekomme. Und ja, da gibt es so eine Open-Source-Firmware, die wäre doch ganz schön, ja. Offensichtlich bin ich jetzt ohnehin genötigt, die Open Source Firmware einzuspielen, und zwar DDWRT ist das. Das heißt, ja, gut, fangen wir an. Gut, was brauchen wir also am Anfang? Den Router selber natürlich, samt Netzteil und ein Netzwerkkabel, mit dem wir uns verbinden. Außerdem PC, mit dem man das Update macht, sollte möglichst nichts am Router dran sein. Und ja, ich würde sagen, anfangen mal mit einem Factory Reset, das heißt Router ausschalten, mit einem spitzen Gegenstand den Restore Factory Settings, das Restore Factory Settings Loch eindrücken und gedrückt halten, dann den Router einschalten und etwa 30 Sekunden warten. Danach sollte der Router auf jeden Fall wieder im Werkszustand sein und damit halbwegs einen definierten Zustand. Wenn er dann gebootet ist, heißt also die Power-LED grün geworden ist, dürfte man über die IP 192.168.1.1 auf das Webinterface des Router kommen. Dort ist der Default-Login Benutzername Admin und Passwort Password, also Englisch mit D. Auf der Routerseite finden sich dann jede Menge schöne Sachen. Und in meinem Fall, bei diesem Router der Firma Ziggo oder Ziggo oder wie auch immer sich das schimpft, leider keine Möglichkeit für ein Firmware-Update. Bei den Original-Netgear-Geräten ist unter Maintenance ein Punkt Firmware-Update. Nun ja, gut, bei mir nicht, also müssen wir ein bisschen mehr hacken. Und ja, dafür brauchen wir einmal die IP, die haben wir ja schon, und die MAC-Adresse, die findet sich unter Maintenance-Router-Status. Nachdem man die MAC-Adresse hat, braucht man noch ein Tool, nämlich das sogenannte Tool Telnet Enable. Es gibt von Netgear selber da eine Windows-Version, eine Binary. Da ich kein Windows habe, gehe ich auf die Linux-Version. Da gibt es ein schönes Python-Skript, welches das angeblich können soll. Okay, wir sind auf der Konsole. Ich habe das Skript hier entpackt und wir haben jetzt diese Python-Datei. Dabei aufpassen, das ist noch Python 2, also mit dem aktuellen Python 3 läuft es nicht. Entsprechend lautet der Aufruf Python 2 Telnet Enable PY. Und wir sehen jetzt hier oben die Syntax IP MAC Username Password. Und zwar hatten wir die IP hier schon rausbekommen, das ist die 1.1. Die MAC-Adresse müssen wir natürlich auch eingeben. Dabei ist allerdings eins zu beachten, und zwar im Web-Interface und auch sonst werden die mit Doppelpunkten dazwischen angegeben. Das heißt in meinem Fall zum Beispiel 00 Doppelpunkt, 26 Doppelpunkt und so weiter. Die Doppelpunkte müssen hier weg. Also schnell rauslöschen. Und am Ende wird noch ein Nutzername und Passwort benutzt. Und das ist GearGuy als Username und GearDoc als Passwort. Das sind wohl irgendwelche Standardzugangsdaten. Und ja.
Alles eingegeben. Er sagt jetzt Send Telnet Command. Telnet Enable Payload. Was sagt das Ding jetzt? Ja, jetzt sollen wir angeblich per Telnet draufkommen. Also versuchen wir mal Telnet auf die IP. Und ja, schau an. Wir sind in der Busybox. Das heißt, wir sind jetzt per Telnet auf dem Router selber eingeloggt. Können Help eingeben. Ist etwas dürftig, die Hilfe. Gehen die Standard-Linux-Kommandos. Ja, hier haben wir zum Beispiel die CPU-Infos. Das heißt, 453 MHz. In diesem Fall ist diese Broadcom BCM4716 CPU. So, jetzt geht es dann ans Eingemachte. Wir gehen in unsere Telnet-Sitzung und sagen Erase Erase Linux. Upsi. Stimmt das? Gerade nochmal nachschauen. Erase Linux. Ja. Gut, damit löschen wir jetzt das komplette Betriebssystem von diesem Router runter. Und naja, wenn er dann beim nächsten Mal bootet, wird er sich etwas wundern und quasi nach einer neuen Firmware schreien. Hoffe ich jedenfalls. Ja, in den Routern ist meistens eine Art EEPROM oder so eingebaut oder ein sehr langsamer Flash, einfach um die Kosten zu sparen, weil es ist wirklich dieser Flash, der da drin ist, die Firmware. Naja, wie oft schreibt man die Firmware neu? Da sind wir. Und Reboot, sagten wir. So, Connection closed. Der Router selber geht jetzt auf eine orangene LED. Und jetzt fängt er an, grün zu blinken. Was für mich so viel heißt wie: Hilfe, ich finde keine Firmware. Okay, wir brauchen natürlich auch noch eine Firmware. Und naja, der Router ist nicht unbedingt gut ausgestattet. Gerade mal 4 MB Flash sind vorhanden, also nicht allzu viel, um etwas unterzubringen. Aber die Jungs von DDWRT haben es tatsächlich geschafft. Wenn man über die Router-Datenbank geht, findet man den Netgear WNR 3500 V2 mit dem entsprechenden Broadcom-Chip. Kommt hin. Und man kann hier die entsprechende Version auswählen, die man haben möchte. Ich versuche es jetzt einfach mal mit der neuesten und hoffe, dass alles gut geht. Und was wir brauchen, das ist das obere for first time installation. Das ist eine .chk-Datei. Diese müssen wir runterladen, aber ja, die funktioniert leider nicht auf meinem Router, der gebrandet ist. Denn dafür muss ich noch ein bisschen rumhantieren. Dafür benutzen wir einen Hex-Editor, in diesem Fall GHEX. Und ich suche mir mal gerade diese CHK-Datei hier raus. So. Genau. Und wenn wir jetzt hier schauen, dann haben wir hier einen String rechts, nämlich die U12H127T00. Wenn ich jetzt in den Thread gucke, dann steht hier drin, die müssen wir ändern. Und zwar statt der T00 wird eine T90 benötigt. Das ist wahrscheinlich die ID des Herstellers, womit der überprüft, dass es auch seine Firmware ist oder irgendeine Typennummer. Ich habe es jetzt hier geändert, speichere das Ganze ab und jetzt gehen wir dann dazu über, den Router zu flashen. Er ist immer noch grün am Blinken, das heißt, er wartet auf die Firmware. Jetzt brauchen wir einen TFTP-Client. Nicht zu verwechseln mit einem FTP-Client, komplett anders. Unter Linux heißt das Paket einfach TFTP. Unter Windows, auswendig jetzt nicht. Ich werde dann noch einen irgendwo in die Kommentare setzen. Und jetzt muss ich mal kurz ein bisschen hier meine Netzwerkkarte mal trätieren, denn die hat gerade die IP verloren. Da ja kein DHCP-Server oder sowas mehr da ist. So, feste IP ist eingestellt. Wir verbinden per Connect und dann machen wir, ne, wie heißt der Befehl? Put DDW. Na ja, super. Kopieren wir den von hier oben. DDWRT. So. Die LED am WLAN Access Point blinkt, also erscheint etwas zu machen. Und da haben wir auch schon die Bestätigung. 3,5 Megabyte in 7,7 Sekunden hat er jetzt geschickt. Wir disconnecten. Und
Warten in der Hoffnung, dass sich etwas tut. Momentan blinkt das Ganze noch grün. Ha. Ja, ich habe jetzt das komplette Gerät zerlegt, habe extra meinen Bus Pirate an die serielle Schnittstelle gehangen und ja, damit konnte ich dann schön den Bootvorgang direkt am PC sehen, was er dabei ausschmeißt und Checksummenfehler. Doch das Image kaputt, irgendwas mit der ID falsch? Nee, ich war einfach nur zu blöd. Ja, ich bin jetzt hier im Bootloader und TFTPD, gehe jetzt nochmal in den Reading Mode und ich habe hier schon nicht Telnet Enable, sondern hier habe ich irgendwo und hier haben wir auch eine 3500V2, das letzte empfohlene Firmware Image, das ist die 14929. In dieser Firmware habe ich wie vorher auch G-Hex die ID abgeändert, so dass hier hinten die T90 am Schluss steht, so wie ich es brauche. Und per TFTP muss es auf die 192.168.1.1. Aber, ja, okay, ich hätte es wissen sollen, weil ich habe ja noch so auf FTP rumgeritten. Standardmäßig benutzt er den ASCII-Modus und wir brauchen natürlich Binary. Do. Ja, Binary läuft jetzt. Ich kann einen Put-Befehl machen auf den WNR. Wir sehen jetzt hier ein Reading auf der seriellen Konsole und Programming. Die orangene LED leuchtet und wenn er dann damit fertig ist, dann sollte ich ein Buch bereithalten, um es mir gegen den Schädel zu schmettern, denn hey, wir sind wieder am Neustarten und wir sehen ausnahmsweise keinen Fehler von der Checksum, denn, ne, richtig, er bootet jetzt. Hier sehen wir den ganzen Linux-Kernel hochlaufen und ja, gut, was soll ich dazu noch groß sagen? Die LEDs gehen alle an, ne, tut er noch was, ja. Grüne LEDs an. Ich habe so anscheinend kein serielles Interface, aber vermutlich, wenn ich auf die IP gehe, ja. Schau mal einer an, wir haben ein DDWRT. Gut. Was ich jetzt noch tun werde, ist der übliche 30-30-30, das heißt ein Firmware Reset, sodass ich ganz sicher gehen kann, dass da tatsächlich alles weg ist, was irgendwie böse aussieht. So, wir sollten jetzt ein leeres NVRAM haben, das heißt theoretisch keine Einstellungen mehr da, nichts, was uns in die Quere kommen kann und ein funktionierendes DDWRT. Ja, lassen wir mal fertig booten. Okay, alles ist grün und das Webinterface scheint auch zu laden. Ich kann alles eingeben. Und ja, ich hoffe mal, das war's dann jetzt. Gut, schnell noch ein Blick aufs Board. Dort habe ich insgesamt jetzt so, weit ich das erkenne, 3 oder 4 verschiedene Chips gefunden, die irgendwas mit der Stromversorgung zu tun haben. Das wäre dann einmal der CM3406. Step-Down-Converter hört sich so an und ja, bis 22 Volt kann der. Dann habe ich entdeckt diesen hier, das ist der SC2621A, auch der 4 bis 25 Volt. Und der letzte ist der SC452A und der kann auch bis 24 Volt. Also ich habe das Gefühl, an den AP hier, beziehungsweise den Router ist es ja eigentlich, kann ich direkt meine 12 Volt aus der Solaranlage dranhängen und der sollte sich darüber nicht groß stören. Aber schauen wir doch direkt noch hier, was am Ende rauskommt, und zwar geschwindigkeitstechnisch. Das ist jetzt zwar kein valider Test, hier ist kein Laboraufbau etc. pp., aber hey, ich will ja wissen, ob es was bringt.
Hier im Laptop ist nur eine N-Karte bis 150 Megabit, also komplett werde ich nicht ausreizen können. Aber mal schauen, was rauskommt. Tool, was ich dafür benutze, ist eperf. Und zwar mit meinem Server als entsprechende Gegenstelle. Momentan noch auf dem alten WLAN. So, theoretisch müsste er da jetzt etwas ausgeben. Da haben wir es. Wir haben im Moment eine Bandbreite von 20,8 Megabit pro Sekunde. Und ich werde jetzt mal schnell das Teil tauschen. Gut, der AP ist jetzt dran. Ich habe ihn einfach an das Kabel vom alten Router gesteckt. Das passt so schön. Da kommt zwar jetzt nur 9 Volt momentan raus, aber... okay. Jo, das sieht gut aus. 150 Megabit hat er erkannt. Dann lassen wir jetzt den ganzen Spaß nochmal laufen. Ja, das ist doch ein bisschen mehr. Wir sind jetzt von 20 Megabit hoch auf 92 Megabit. Und naja, ich sage mal so, der Router ist noch nicht so ganz optimal ausgerichtet. Also da lässt sich bestimmt noch ein bisschen was ziehen. Ist auf jeden Fall deutlich mehr. Ich denke mal, das wird gerade, wenn ich hier irgendwie mal abends noch ein Video am Laptop bearbeiten möchte, deutlich schneller gehen. Außerdem, hey, Open Source Firmware ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt und die DWRT hat auch deutlich mehr Funktionen als so die meisten Standard-Firmwares, die es so auf dem Markt gibt. Vor allen Dingen, was hier für mich noch relativ interessant ist, man kann mehrere virtuelle APs erstellen. Das heißt, man hat am Ende ja nicht nur ein WLAN, sondern hat irgendwie 5 WLANs. Und die kann man dann über VLAN oder über die Ports auch in unterschiedliche Netzwerke routen. Das heißt, ich hätte da zum Beispiel die Möglichkeit, ein Gästenetz zu erstellen oder irgendein Testnetz. Und darin könnte ich dann arbeiten, ohne dass mein Hauptnetzwerk hier intern wirklich davon was abbekommen würde. Das heißt also, wenn ich da irgendwas teste, lege ich nicht direkt alle meine Maschinen hier lahm. Ist auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Sache. Läuft relativ stabil bisher und auch bei der Reichweite. Das Ganze sieht momentan recht gut aus. Scheine ein bisschen dazu gewonnen zu haben. Geschwindigkeit haben wir ja gesehen, ist auch okay. Und vor allen Dingen, hey, bei dem Preis von, ich glaube, 20 Euro waren's, da kann man bestimmt nichts gegen sagen.